25 Kilometer südwestlich von München liegt einer der größten Seen Deutschlands, der Starnberger See. Während der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, wurde das Becken, in welchem heute der See liegt, durch den Isar-Loisach-Gletscher ausgehobelt. Im Frühjahr, wenn die Bäume noch wenig Blätter tragen, ist der Boden von Frühjahrsblühern bedeckt, wie Buschwindröschen, Leberblümchen und Schlüsselblume. Im Geäst turnt eine Sumpfmeise. Der eiszeitliche Gletscher gab dem Starnberger See seine zungenförmige Gestalt von 19 Kilometer Länge und bis zu 5 Kilometer Breite. Als vor 10.000 Jahren der Gletscher abschmolz, folgte der größte Teil der Schmelzwässer den heutigen Flussläufen von Isar und Loisach. So wurde das ausgehobelte Gebiet kaum verschüttet. Das erklärt die mittlere Seetiefe von 50 Metern. Obwohl nur der fünftgrößte See Deutschlands, ist er doch der zweitwasserreichste. Aufgrund seiner Größe kühlt der See nur langsam ab und erwärmt sich ebenso langsam. Wie der Bodensee durchmischt er sich daher nur einmal jährlich im Frühjahr. Angesichts seiner geografischen Lage ist es erstaunlich, dass der Starnberger See keinen alpinen Zufluss hat, sondern sich nur aus mehreren, eher kleineren, oberflächlichen Fließgewässern und wenigen unterirdischen Quellen speist. Auch der Abfluss nach Norden über die Würm ist eher gering, sodass es 21 Jahre dauert, bis sich das Seewasser einmal austauscht. Da der See gleichzeitig große Wassermassen zurückhalten kann, schwankt sein Spiegel nie um mehr als einen Meter. Der langsame Wasseraustausch macht ihn andererseits besonders anfällig für Belastungen durch Überdüngung. Vor 3000 Jahren begann die Besiedlung rund um den See. Und damit auch die Fischerei, wie ein auf der Roseninsel entdeckter bronzezeitlicher Angelhaken zeigt. Da der See Eigentum des Freistaates Bayern ist, konnte für Wanderer und Radfahrer eine Rundstrecke um den See angelegt werden. Sie verläuft mit kurzen Ausnahmen abseits der Autostraßen. Inzwischen ist die Hälfte des Seeufers öffentlich zugänglich. Hier gibt es Liegewiesen, Badestege und Grillplätze. In respektvoller Entfernung von den Menschen sitzt ein Turmfalkenpaar hoch im Baum. Unmittelbar am Seeufer liegen viele Villen aus dem 19. Jahrhundert. So zum Beispiel die Villa Kustermann, die sich der gleichnamige Gießereibesitzer im Stile der Neorenaissance erbauen ließ. Die Villa umgibt ein ausgedehnter Park mit Alleen und Laubengängen. Der Buntspecht ist in lichten Wäldern und Parks anzutreffen. Der Haussperling liebt die Nähe zum Menschen. Auch die Kohlmeise lässt sich beim Nestbau nicht durch die Spaziergänger stören. Schneerosen, Stiefmütterchen und Primeln kommen vom Alpenvorland bis in die subalpine Stufe vor.
Der Stieglitz lebt in offenen, baumreichen Landschaften und ist an Waldrändern und Seeufern zu finden. Seit 1976 zählt der Starnberger See zu den durch die Ramsar-Konvention geschützten Feuchtgebieten mit internationaler Bedeutung. Die Ramsar-Konvention ist eines der ältesten internationalen Vertragswerke, welches speziell den Lebensraum für Wasser- und Wadvögel unter Schutz stellt. Heute ist der Starnberger See ein wichtiges Naherholungsgebiet für München, der mit der S-Bahn, der Eisenbahn oder dem Auto leicht zu erreichen ist.